richtig früh durch eigentlich. Und können dann unter Umständen dann auch mit dem zweiten Teil anfangen. Wäre doch cool. So, wie siehst du das, Roxy? Logbuch der Hydrostation, Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Gott! Jetzt kommt ich mal aus dem Kloaken, Alter. Widerlich, die Viecher. Aber wir kriegen jetzt ordentlich viel Plasma-Energie. Das ist gut. Noch kam keiner durchs Zahnstuhl. Oder was du verwendet hast, so war. Ich weiß es nicht mehr. Bewässerungsphase eingeleitet. Du nah. Du bist doch nur ein unwichtiger NPC. Warum bist du nicht da geblieben, wo du warst? Isaac, wie schön, sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, sie sind es, die die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Und welche Überraschung? Ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager ab. Aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Aufgabe inaktiv, Aufgabe aktiv. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammond noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers.
Richards und Chilene geworfen. Professor Jaeger White, H. an der Dr. Cross E. Elizabeth, sicherlich wissen Sie bereits von den organischen Wucherungen, die in einigen Teilen des Schiffes aufgetreten sind. Ich habe die Substanz untersucht und dachte, die Ergebnisse könnten Sie interessieren. Die Zellen ähneln am ehesten denen von Bakterien mit viralen Verhalten. Wie bei Bakterien infiziert der Organismus andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und reproduziert sich durch Agamogonie. Erstaunlich hierbei ist die Geschwindigkeit, mit der die Substanz wächst. Ein einzelnes Bakterium reproduziert sich in nur einer Minute bis zu 20 Mal. Etwas Vergleichbares ist mir noch nicht untergekommen. Ich würde meinen Ruf nicht darauf verwenden, aber ich möchte meinen, dass wir es hier mit einer echten außerirdischen Lebensform zu tun haben. Professor Hawley glaubt, er könnte ein Habitatzimmer sein. Die Megan-Gauss-Auszüge sind enorm, warum es auch so übel riecht, aber welchen Zweck es dienen könnte, wissen wir einfach nicht. Ich werde sie auf den Laufenden halten, Heinrich. Ich müsste eigentlich da lang. Geh mal hin. Rebell. So ist geplatzt. Ich dachte schon. Danach, jetzt war nicht mal so kopflos, Leute hier. Ich schwöre, ich fühle euch. Gehen wir jetzt mal den richtigen Weg lang. Ich glaube, wir kommen sowieso noch gleich vorbei. Hoffe ich zumindest.
Eckhardt um die Ecke. Das Leben gerettet. Eieieiei. Noch einer. Oh, Alter, komm hier richtig nach, Alter. Wäre nichts Neues. Eigentlich schon ein Neid, diese Menschen hier. Wollten was Gutes und sind dann so verändert. Habe ich nur noch das ganz große, das sollte ich mir auch bewahren. Ja, öffnen. Öffnen es. Ja, sie ist schon draußen. Mein Empfangskomitee. Moin! Lass mich doch hoch, Scheiße. Jetzt haben wir hier saubere Luft im Atem. Nee. Ja, ich muss mal auf. Was sind? Nährstoffhass wird ersetzt.
Das habe ich schon mal weiß, muss das groß nehmen. Nährstoffhass wird ersetzt. Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Moin, hier bin ich. Mein Name ist Karl. Und ich habe keinen Bock. Ist auch gut. Ja. Wie viel von der Plasma-Karte haben wir jetzt? Oh, ordentlich was. Ja, ich verhedder mich hier gerade in den Kabel. Ach, jetzt. Ey, jetzt haben wir auch gut schon wieder was. Beim nächsten Shop also wieder ein Einkauf. Ich würde sagen, noch eine vierte Waffe. Damit wir einen schönen Wechsel haben. Und müssen Le Flammenwerk werden. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Die Einarmigen. Die haben nur einen Vorteil. Und tötest du auch andere oder zumindest machst du ordentlich Schaden damit. Weg war jetzt. Eintritt Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Warum muss ich da lang? Ich hab mich verlaufen. Ich weiß nicht, was ich hier noch muss. Ich muss ja die andere Seite erst machen müssen. Ah. Ich höre eisiges Herzschmerz. Dankeschön. Ist doch nervig ohne Ende. Ist auch nervig, dass die ganzen Schränke hier so sind. Oh, da liegt was. Ich hab was gegessen. Das geht ja gar nicht. Hä? Wie ist das? Ja, doch, der. Egal. Ja, guck mal, ich hätte jetzt sowieso hier lang gemusst, also von daher.
ja halbwegs. Eintritt Schwerelosigkeit. Irgendwas hier. Ich muss dahin. Natürlich bin ich der, dass hier rein ist. Danke für die Credits. Ist ein Raubzwein? Das ist wirklich eine Doktor. Munition. Ich bin durch. Ich sollte nicht hinterfragen. Oh. Ganz schön stachelige Angelegenheit hier. Ach so, es hat mir praktisch angezeigt, wo ich dann gespielt. Ende der Schwerelosigkeit. Und dafür bin ich auch dankbar. Weiß nicht, wo lang.
lass mich durch, ich bin Arzt. Warnung, 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. 10 Kilotonnen. Das wird gespannt. Warte kurz, was nachgucken. Ja, funktioniert das gut. Sieht gut aus, das Bild. Los. Was soll das? Oh, ich glaube, es will uns loswerden. Das freut mich doch. Verbunden. Aber es war ein Punkt auf Luft. Wir haben sowieso noch eingemusst. Dann haben wir schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ist doch gut. Den Fitzsack haben wir schon platt gemacht. Hier war, glaube ich, nichts mehr los. Ne? Nur eine Werkbank.
Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Oh Gott. Klopfi! See.